fährt, ist der erste Bahnhof in West-Berlin, Bahnhof Rhein. Der Weddingplatz und in Fahrtrichtung die Müllerstraße. Chausseestraße. Die Fennstraße und die Scheringwerke. Vom Weddingplatz geht es über die Müllerstraße. Der rote Backsteinbau links im Hintergrund ist das Rathaus Wedding. Zum Leopoldplatz. Und über die Schulstraße. Zur Reinickendorfer Straße. Die Reinickendorfer Straße in Richtung Nettelbeckplatz. Die Punkstraße in Richtung Badstraße. Rechts die Polizei, Verkehrsstaffel Nord. Die Punkstraße am Brunnenplatz. Das Amtsgericht Wedding. Punkstraße, Ecke Badstraße. Das ist die Badstraße in Richtung Brunnenstraße. U-Bahnhof Gesundbrunnen.
S-Bahnhof Gesundbrunnen. Die Brunnenstraße, rechts der Humboldthain. AEG Brunnenstraße. Hier der Haupteingang. Bornholmer Straße. Jülicher Straße. Und die Grüntaler Ecke Bornholmer Straße. Die Osloer Straße. Telefunken Schwedenecke Osloer Straße. Die Schwedenstraße. Schwedenecke Residenzstraße, der Schäfersee. Die Residenzstraße in Richtung Alt-Reinickendorf. Alt-Reinickendorf. Über am Nordgraben. Kommen wir zum Märkischen Viertel. Der Dannenwalder Weg. Über den Wilhelmsruher Damm.
fahren wir nach Alt-Wittenau. Am Eichborndamm das Rathaus Reinickendorf. Einkaufszentrum in Lübars, ein Ausläufer des Märkischen Viertels, an der Wittenauer Straße. Am S-Bahnhof Hermsdorf der Fellbacher Platz. Über den Hermsdorfer Damm. Und die Burgfrauenstraße kommen wir zum Zeltinger Platz. S-Bahnhof Frohnau. Und der Ludolfinger Platz. Das Einkaufsviertel von Tegel, die Berliner Straße. Alt-Tegel. Die Seeterrassen in Alt-Tegel. Und der Tegeler See. Die Borsigwerke in der Berliner Straße. Und die Haftanstalt Tegel in der Seidelstraße.
Über den Kurt-Schumacher-Damm kommt man zum neuen Flughafen in Tegel. Ein Blick von der Stadtautobahn auf Siemensstadt. Die Stadtautobahn. Der Siemensdamm. Das Wernerwerk. Rechts das Einkaufszentrum von Siemensstadt. Die Nonnendammallee. Das Dynamo-Werk. Und die Hauptverwaltung. Über Nonnendammallee und am Juliusturm kommen wir zur Zitadelle. Die Spandauer Zitadelle. Der Juliusturm. Über die Karl-Schurz-Straße. Im Hintergrund der Rathausturm. Kommen wir zum Spandauer Markt.
Am S-Bahnhof Spandau West, das Rathaus Spandau. Neubauviertel an der Falkenseer Chaussee. Am Kiesteich, Ecke Falkenseer Chaussee. Über die Klosterstraße fahren wir in Richtung Heerstraße. Seeburger Straße. Maulbeerallee. Magistratsweg, Ecke Maulbeerallee. Und Magistratsweg, Ecke Heerstraße. Über die Heerstraße geht es jetzt in Richtung Stadt. Hier Heerstraße, Ecke Gatower Straße. Der Verbrauchermarkt in Alt-Pichelsdorf.
die Heerstraße, die Pichelsdorfer Straße, und die Heerstraße in Richtung Stadt. Neubauviertel in Neuwestend. Die Heerstraße. Die Stössenseebrücke. Und der Stössensee. Die Havelchaussee unterquert hier die Brücke. Der Scholzplatz, Ecke Heerstraße. Am Postfenn, hier geht es zur Havelchaussee. Havelchaussee, Ecke am Postfenn. Der Stössensee. Und das Restaurationsschiff Alte Liebe. Über Schildhorn kommt man zum Grunewaldturm. Das Restaurant Grunewaldturm und ein Blick auf die Havel. Reichssportfeld und die Glockenturmstraße. Courbazier Hochhaus. Und der S-Bahnhof Olympiastadion. Das Olympiastadion. Teufelssee-Chaussee. S-Bahnhof Heerstraße. Die Heerstraße. Und die Preußenallee.
Der Theodor-Heuss-Platz und der SFB. Ausgang zur Großgörschenstraße. S-Bahnhof Großgörschenstraße in Richtung Anhalter Bahnhof Friedrichstraße. Der Zug nach Wannsee. Ausgang zur Yorkstraße. Der Ausgang zur Yorkstraße, rechts geht die Katzlerstraße ab. Die Yorkstraße und die Yorkbrücken. Blick zur Göbenstraße, Mannsteinstraße, Ecke Yorkstraße, Blick zur Göbenstraße, die Bülowstraße, und die Yorkstraße mit dem S-Bahnhof Großgörschenstraße. Großgörschenstraße, Ecke Potsdamer Straße, die Potsdamer Straße in Richtung Potsdamer Platz, der Eingang zum Kontrollratsgebäude. Die BVG in der Potsdamer Straße. Im Hintergrund die Hauptstraße, rechts geht die Grunewaldstraße ab. Der Kleistpark mit dem Kontrollratsgebäude von der Potsdamer Straße aus gesehen. Der Kaiser-Wilhelm-Platz auf der Hauptstraße, links geht die Kolonnenstraße ab in Richtung zum Flughafen Tempelhof. Hauptstraße, eine provisorische Brücke, die den Verkehr über die Dominikusstraße in Richtung Innsbrucker Platz leitet. Der Innsbrucker Platz, rechts geht die Martin-Luther-Straße ab. Die Grunewaldstraße am Bayerischen Platz. Die Salzburger Straße, die Innsbrucker Straße, die Meraner Straße und geradeaus die Grunewaldstraße in Richtung Berliner Straße Wilmersdorf, der Bayerische Platz. Unterführung Bundesallee, Ecke Berliner Straße in Richtung Kurfürstendamm und Zoo. Die Berliner Straße mit Karstadt. Und die Bundesallee in Richtung Bundesplatz, rechts geht die Wilhelmsaue ab. Brandenburgische Ecke Blissestraße, im Hintergrund die Brandenburgische Straße, rechts und links die Berliner Straße.
und die Blisse Straße in Richtung Steglitz. Rechts geht die Mecklenburgische Straße ab. Das Hallenbad Wilmersdorf in der Mecklenburgischen Straße. Blick in Richtung Heidelberger Platz. Hier überquert die Stadtautobahn die Mecklenburgische Straße. Der Heidelberger Platz. Heidelberger Platz, Mecklenburgische Straße in Richtung Schmargendorf. Schmargendorf, Breite Straße. Warnemünder Straße. Hundekehlenstraße in Richtung Roseneck. Berkaer Straße. Der Hohenzollern-Damm am Roseneck in Richtung Stadt. Die Teplitzer Straße, links geht die Hagenstraße ab. Die Kleeallee in Richtung Zehlendorf. Die Rheinbabenallee in Richtung Dahlem und das Roseneck. Der Hagenplatz und die Königsallee in Richtung Grunewald. Rechts geht die Fontanestraße ab. Und die Königsallee in Richtung Kurfürstendamm. Der Hohenzollern-Damm, Ecke Forkenbeckstraße in Richtung Zehlendorf. Und in Richtung Färbeliner Platz. S-Bahnhof Hohenzollern-Damm, rechts geht die Sesener Straße ab. Die Eisenzahnstraße. Und die Bielefelder Straße. Rechts geht die Berliner Straße ab. Die russische Kirche, links der Hohenzollern-Damm in Richtung Färbeliner Platz. Der Färbeliner Platz mit dem Rathaus Wilmersdorf, die Barstraße, geradeaus die Brandenburgische Straße, der Hohenzollern-Damm, der Senator für Inneres. Links von der Brandenburgischen Straße geht die Westfälische Straße ab, die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Kurfürstendamm, Ecke Westfälische Straße in Hallensee, der Kurfürstendamm in Richtung Rathenauplatz. Und in Richtung Gedächtniskirche. S-Bahnhof Hallensee am Kurfürstendamm.
Die Stadtautobahn am Rathenauplatz. Der Rathenauplatz, im Hintergrund Hubertusallee und Königsallee. Die Einfahrt zur Stadtautobahn in Richtung Nord und zur AWUS. Hier beginnt der Kurfürstendamm. Der Leniner Platz. Der Kurfürstendamm. Rechts gehen die Damaschke und die Nestorstraße ab. Kurfürstendamm, Ecke Leibnizstraße. Rechts geht die Lietzenburger und die Konstanzer Straße ab. Im Hintergrund der Olivarplatz. Kurfürstendamm, Ecke Bleibtreustraße. Im Hintergrund die Gedächtniskirche. Der Zoologische Garten, Eingang Hardenbergplatz. Der Hardenbergplatz, im Hintergrund Bahnhof Zoo. Der Fernbahnhof Zoo. Und der S-Bahnhof Zoo. Das Aschinger Haus. Und das Telefunkenhochhaus. Das Telefunkenhochhaus von der anderen Seite. Atelier am Zoo. Zoopalast, zwei Kinos in einem Haus. Das Europa Center. Die Gedächtniskirche. Im Hintergrund der Marmorpalast und die Hardenbergstraße. Und hier noch einmal das Europa Center.
Das DVK-Warenhaus, Rankestraße, Ecke Tauentzien und der Breitscheidplatz. Die Budapester Straße. Ein Blick von der Fußgängerbrücke an der Marburger Straße auf den Tauentzien und den Breitscheidplatz. Links von der Gedächtniskirche beginnt der Kurfürstendamm. Das Europa Center. Und der Tauentzien in Richtung Wittenbergplatz. U-Bahnhof Wittenbergplatz. Das KDW am Wittenbergplatz. Der Tauentzien, die Marburger Straße, ambulante Händler, Tauentzien Ecke Ranke Straße, und Ranke Straße, Ecke Kurfürstendamm. Joachimsthaler Straße, Ecke Kurfürstendamm. Das Kranzler Eck. Hier führt die Joachimsthaler Straße zum Bahnhof Zoo. Und der Kurfürstendamm in Richtung Tauentzien. Rechts das Kudamm-Eck und Wertheim. Der Steinplatz. Die Hardenbergstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz. Und die Mensa der TU. Die Hochschule für bildende Künste. Der Theatersaal der Musikhochschule. Und das Zentralgebäude der Berliner Bank, im Hintergrund Bahnhof Zoo. Straße des 17. Juni am Ernst-Reuter-Platz. Rechts die Technische Universität. Geradeaus beginnt die Hardenbergstraße. Daneben rechts das IBM-Haus. Das AEG-Hochhaus, links davon die Bismarckstraße, rechts die Otto-Suhr-Allee. Das Osram-Verwaltungsgebäude,
und die Einfahrt zur Marchstraße. Die Bismarckstraße. Der Sophie-Charlotte-Platz. Hier endet die Bismarckstraße und es beginnt der Kaiserdamm. Im Hintergrund der SFB. Hier der Funkturm und die Messehallen am Messedamm. Der Senat für Schulwesen, Messedamm, Ecke Brettschneiderstraße. Der Omnibusbahnhof. Der Europäische Hof am Messedamm und noch einmal der Funkturm und die Messehallen. Krankenhaus Westend am Spandauer Damm. Das Schloss Charlottenburg am Spandauer Damm. Der Spandauer Damm in Richtung Otto-Suhr-Allee. Wittenbergplatz und die Kleiststraße. Links geht es zur Lietzenburger, rechts an der Urania. Hier die Urania. Und über die Kleiststraße zum Nollendorfplatz. Im Hintergrund der Flohmarkt am Nollendorfplatz. U-Bahnhof Nollendorfplatz, die Kleiststraße in Richtung Wittenbergplatz, das Hochhaus am Nollendorfplatz, links davon die Motzstraße, das Eros-Kino am Nollendorfplatz, die Maaßenstraße, das Pieper-Hochhaus und die Bülowstraße in Richtung Potsdamer Straße. Prostituierte in der Potsdamer Straße. Die Potsdamer Straße, im Hintergrund der U-Bahnhof Bülowstraße, links die Winterfeldstraße. Potsdamer Straße, Ecke Alvenslebener Straße. Im Hintergrund die Bülowstraße und links die Winterfeldstraße. Im Hintergrund der Bahnhof Bülowstraße.
Über an der Urania und Schillstraße geht es zum Lützowplatz. Rechts und links geht die Kurfürstenstraße ab. Schillstraße am Lützowplatz. Im Hintergrund das Hotel Berlin, die Einemstraße. Und das Haus am Lützowplatz. Die Hofjägerallee. Und im Hintergrund die Siegessäule. Über das Schöneberger Ufer am Landwehrkanal entlang kommen wir zur Potsdamer Brücke. An der Potsdamer Brücke das neue Museum und der preußische Kulturbesitz. Über die Umgehungsstraße kommen wir zur Philharmonie. Das ist die Philharmonie. Der Reichstag. Vom Reichstag aus fahren wir zur Kongresshalle. John Foster Dulles Allee. Und die Kongresshalle. Über die John Foster Dulles Allee kommen wir zum Schloss Bellevue. Das Schloss Bellevue. Über den Spreeweg kommen wir zum großen Stern mit der Siegessäule. Die Straße des 17. Juni am Bahnhof Tiergarten mit Blick auf die Siegessäule, dahinter das Brandenburger Tor. Am großen Stern rechts die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor. Über die Altonaer Straße kommen wir zum Hansaplatz. Hier im Hansa-Viertel stehen die Gebäude der Interbau.
Alt-Moabit, Ecke Rathenower Straße, die Haftanstalt Moabit. Über die Rathenower Straße an der Haftanstalt entlang kommen wir zur Turmstraße und zum Kriminalgericht. Rathaus Schöneberg. Auffahrt zur Südtangente am Sachsendamm. Die Südtangente. Die Saarstraße in Friedenau. Die Kaisereiche. Rheinstraße in Steglitz. Der Walter-Schreiber-Platz. Die Schlossstraße in Steglitz, im Hintergrund der Steglitzer Kreisel. Der Steglitzer Kreisel vom Hindenburgdamm aus gesehen. Unter den Eichen. Rechts und links die Bundesanstalt für Materialprüfung unter den Eichen. Die FU in der Garistraße in Dahlem. Der Henry-Ford-Bau. Und das Auditorium Maximum. Die amerikanische Kommandantur in Zehlendorf.
die amerikanische Wohnsiedlung an der argentinischen Allee. U-Bahnhof Krumme Lanke. Der Mexiko-Platz. S-Bahnhof Lindenthaler Allee. Das Studentendorf an der Potsdamer Chaussee. S-Bahnhof Wannsee. Der große Wannsee. Die Königsstraße. Und der kleine Wannsee. Die Chausseestraße in Wannseedorf. Das Institut für Kernforschung in der Glienicker Straße in Wannsee. Wannseedorf. Kleeallee, Ecke Teltower Damm in Zehlendorf. Auguste-Viktoria-Krankenhaus in der Rubensstraße in Friedenau. Der Insulaner.
Die Leonorenstraße in Lankwitz. Lankwitzkirche. Kaiser-Wilhelm-Straße, Lankwitz. Bahnhof Lichterfelde Ost. Die McNair-Kaserne. Das amerikanische Versorgungsdepot in der Görzallee. Eine neue Stadtrandsiedlung in der Ostdorfer Straße in Lichterfelde Süd. Coca-Cola in der Hildburghauser Straße. Neubauviertel in der Hildburghauser Straße. Eine USA-Versuchsanlage in Altmarienfelde. Noch einmal die Hildburghauser Straße. Altmarienfelde. Ein neues Industrieviertel in der Motzener Straße in Altmarienfelde. Alt-Buko. Die Gropiusstadt.
U-Bahnhof Britz Süd. Fritz-Erler-Allee in der Gropiusstadt. Das Einkaufsviertel der Gropiusstadt auf der Johannisthaler Chaussee. Fritz-Erler-Allee. Die Wutzki-Allee in Gropiusstadt. Das Neuköllner Krankenhaus. S-Bahnhof Neukölln.
Karl-Marx-Straße. Das Amtsgericht Neukölln. Das Rathaus Neukölln. Das Arbeitsamt in der Sonnenallee. Die Hermannstraße. Die Wartestraße. Flughafen Tempelhof. Zoll- und Packhof des Flughafens am Tempelhofer Damm. Rathaus Tempelhof. Und der Tempelhofer Damm. Alt-Mariendorf. Hermannplatz, Cottbusser Damm,
Cottbusser Tor. Reichenberger Straße. Skalitzer Straße. Übergang Oberbaumbrücke und Bahnhof Schlesisches Tor. Die Wrangelstraße. Oranienstraße. Das Springer-Hochhaus in der Kochstraße. Grenzübergang für Ausländer in der Friedrichstraße.